Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen und wir haben jetzt hier den Frostzauber bekommen. Den geben wir jetzt mal MacGuffin. Und ich hoffe, das ist okay, dass das Vieh hier oben bleibt, nicht, dass es wiederholen muss. Wir gehen auf jeden Fall rein und schauen mal, was er dazu sagt, dass wir den jetzt haben. Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie im Blut ist der Zauberspruch nur ein Blatt Papier. Ja, und deswegen sollst du es doch ihm geben. MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Na dann. Seid ihr zufällig magisch begabt? Das Vieh hat einen Frostzauber gefunden, aber ich kann ihn nicht benutzen. Da muss ich passen. Ich bin auch nicht magiebegabt. Wer ist das heutzutage schon? Toll. Ich muss weiter... Ha? Hey, ich dachte, damit kann er jetzt voll was anfangen. Was machen wir denn jetzt damit? Voll doof eigentlich. Was ist mit Cheep Cheep? Cheep Cheep, mach dich mal nützlich. Armer Cheep Cheep. Das hier ist alles so gar nicht nach seinem Geschmack. Ich lass ihn lieber in Ruhe. Müssen wir dem Frostzauber vielleicht später Wilbur geben? Auf den Wänden sind viele Symbole. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort... Sagt dir alles nichts. Wissen wir schon. Frostzauber. Ja, dann haben wir den ja jetzt. So schön. Vereise die Gitterstäbe. Sollen wir es jetzt doch versuchen, oder was? Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden... Tja, was dann? Was jetzt? Wir sollen es vereisen. Wer ist denn dafür gut? Oder hier guckt ihr das. Die Loch Straße an. Führt hinab in und nie. Das macht's die Straße und nie. Aber da war doch das Fenster. Interessiert sie das jetzt auch gar nicht mehr? Wahrscheinlich nicht, weil wir schon draußen sind. Ja, dann hat das ja toll geklappt. Die Fackel haben wir immer noch. Können wir jetzt ein anderes Banner noch anzünden? Oder was ist euer Plan jetzt hier? Dann wieder nach oben. Irgendwas mit der Telefonzelle? Frostzauber hier anwenden, auf der Truhe? Aber das kann sie ja auch nicht. Können wir die anhämmern? Oder hier mit der Fackel? Kannst du die mal benutzen? Okay, du kannst sie nicht benutzen. Ist das schön. Kann der uns helfen hier? Fackel. Zauberspruchrolle ihm geben, aber er hat sie ja erst uns gegeben. Ich glaube nicht, dass der damit was anfangen kann. Und wenn sie es zusammen machen. Ich wüsste nicht, was ich jetzt. Ich spiele wieder das Vieh. Weiß auch nicht. Und wenn das Vieh einfach zu ihm reingeht, in die Zelle unten, wäre ja auch mal eine Idee. Will er vielleicht was von Ibu? Hallo, Vieh. Hey. Ich kann dich nicht verstehen. Tja, wenn du das sagst. Sicher. Okay. Nö, wir können hier irgendwie nicht viel machen. Truhe will er auch nicht aufmachen, ne? Dem Eiszauber können wir vielleicht auch die dann später aufmachen oder so. Ich gehe jetzt nochmal runter mit dem Vieh. Weil wir das noch nicht ausprobiert hatten. Der kann hier überall durch. Winke dem kleinen schlafenden Mann zu. Hallo. Kannst du da nicht einfach rein? Das findet er witzig. Vielleicht müssen die Fackelhalter auch zusammen runtergedrückt werden und nicht nur auf einer Seite. Cheep Cheep soll mal helfen. Und
zu lange. Geht er eigentlich in die Telefonzelle? Ja. Wie immer, nix los hier. Nee, da macht er auch nix. Ja. Und den auch. Den kannst du dann auch mal angucken. Das Ivo vielleicht klar machen. Ja. Ivo. Ivo, ich glaube, du musst runterkommen. Was sollen wir denn hier oben? Wir brauchen eigentlich den Zauberstab, aber hier, ich finde hier auch keinen. Deswegen bin ich verwirrt. Wir müssen irgendwas da unten machen können. Dem Hammer? Zertrümmere die Gitterstäbe. Vielleicht kann sie das ja. Das kann ich vergessen. Die Gitterstäbe sind aus massivem Eisen. Kann ich nicht einfach kaputt hämmern? Aber bestimmt, wenn die vereist wurden. Können wir ihm die geben? Komm, nimm sie am Fackelhalter. Und dann er. Nichts. Ja, aber sie... Ja. Sprich mal mit Ivo. Hallo. Ist da jetzt was mehr dabei? Wie kann Nate dich nur verstehen? Oder tut er nur... Puderloop, okay. Du hast einen Plan? Ja, wir wollen zusammen... Möchtest etwas essen? Nein, wir wollen die Fackeldinger... Die ist kalt? Nein. Timmy ist in den Brunnen? Mm. Das wird... Sicher. Hila Freko. Ivo. Das ist doch logisch. Zuwinken. Trag den großen Kasten. Ich weiß nicht. Ist doch komisch. Eigentlich hat das Vieh zuletzt was gemacht. Jetzt könnte ja Ivo was machen, aber Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Vielleicht geht ja hier dann das magische Hexentor auf. Oder so, wenn da... Keine Ahnung. Ja, das gibt's doch nicht. Mit dem Hammer muss man doch auch irgendwas machen können. Was haben wir denn mit dem Hammer noch nicht mal die Vase zertrümmert oben? Ihm quatschen hatte ja bisher jetzt auch nichts gebracht. Eine Zaub... Ich weiß es nicht. Ich will hier weg. Auch nix. Ich habe alles ausprobiert. Die doofe Vase, die will sie auch gar nicht mit benutzen. Die Fackel. Vielleicht bemerkt sie was. Zum Glück steht die Wache mit dem Rücken zur Treppe. Zum Glück steht... Ja, toll. Hammer. Den Hammer haben wir noch gar nicht benutzt. Der muss doch so irgendwas gut sein. Bestimmt. Wir haben den ollen Frostzauber. Und wir haben die Truhe. Können wir irgendwas kombinieren? Ich check's nur nicht. Nö. Prima. Läuft wie am Schnürchen. MacGuffin? Wie? Seid ihr... Da muss ich passen. Ich... Dieser... Das habe ich mich auch schon gefragt. Er scheint hier nicht rein... Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht... Ich muss... Sie spricht ihn ja auch darauf irgendwie an, aber wenn ich ihn einfach untersuche, bringt's auch nichts. Kannst du mit dem Vieh reden, wegen der Fackeln? Ich wüsste nicht, was ich jetzt... Du weißt aber auch nichts. Schieb, schieb. Oh, mal schieb, schieb. Oh, mal ja, toll. Lichtschacht auch nichts. Fackeln. Vielleicht irgendwie in einer bestimmten Kombination.
Nichts. Und dann den. Irgendetwas scheint in... Ja, irgendwas scheint da zu passieren. Das ist ja ganz toll. Die Fackel will sie auch gar nicht nehmen. Vielleicht ist es auch falsch, dass sie da noch da ist. Ich weiß auch nicht. Ja, vereise die Gitterstäbe, kriegst du nicht hin. Obwohl das der Plan ist. Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie... Also soll sie das vielleicht ihm wieder geben, weil das Vieh hat es ja noch nicht... Ich probiere es mal. Auch noch etwas, was wir nicht ausprobiert haben, dass das Vieh das ich benutzt. Ich kann mit dem Zauberspruch nichts ab... Ach, Lokto. Er sagt ja oder was? Ach, er kann oder was? Kann er? Er kann. Ja, vielleicht hätte ich das mal gleich ausprobieren sollen. Was hat es vor? Ach was! Er kann! Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Das Vieh kann. Wer kann, der kann, ne? Wenn wir mal gleich ausprobieren sollen. So, dann hast du das ja gemacht. Dann kann Ivo da ja mit dem Hammer jetzt drauf. Cool. Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Juhu. Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh. Ja, ein Hoch auf das Vieh. Und natürlich auch auf dich. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Was kriegen wir? Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. Mhm. Ja. Dann, hallo Leute, wir sind alle wieder zusammen. MacGuffin brauchen wir nicht mehr spielen. Gehen wir jetzt einfach raus oder sprechen wir mal mit ihm? MacGuffin? Ja. Ja. Ah. Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Hm. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Hm, okay. Dort in diesem roten Kasten gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Guter Plan. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Ja, eine Telefonzelle. Freiheit. Cool. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben.
Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Zum Beispiel oben in der Kiste. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art und eine kleine Goldmünze. Ich eile. Vielleicht ist auch oben ausgezeichnet. Das Gold in der Truhe. Ich muss weit. Komm zu mir. Genau, wir gehen jetzt nach oben. Wir haben nämlich den Draht. Die Fackel weiß ich nicht, ob die überhaupt noch ins Inventar gehört. Aber ich glaube, damit kriegen wir die Truhe auf. Knacke das Schloss. Prima. Goldmünzen, habe ich mir gedacht. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Die haben wir schon mal. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Telefonbuchkram. Ja, Telefonnummer. Zum Glück steht die Wache. Bla bla. Okay, wir gehen wieder runter. Geben die Goldmünzen ab. Die geben wir ihm mal. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Irrsinn. Wenn wir Pech haben, müssen wir viele Milliarden Nummern ausprobieren. Und wer weiß, an welchen Ort uns eine falsche Nummer bringt. Schon gut, schon gut. Aber die Nummer fehlt noch. Ja, das... Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Ja. Irrsinn. Schon ich gut. Ich hab nicht nochmal geklickt. Ihr müsst es nicht zweimal sagen. Und mit diesem seltsamen Kasten soll man wirklich große Distanzen überbrücken können? Ich bin skeptisch. Vielleicht kann Cheep Cheep jetzt langsam mal helfen oder das Vieh oder er oder... Ich mach mal das Vieh. Das Vieh bringt uns dann hier schon irgendwie. Hier ist mit den Dingern noch, ne? So... Wenn sie jetzt das macht mit den Fackelhaltern, während er draußen ist, das bringt doch bestimmt eher was. Die benutzt mal. Nein, nicht du. Nein, aber du kannst noch mal die... Nee, du kannst nicht helfen? Kann er nicht. Ivo. Ivo soll noch mal die Fackelhalter ausprobieren, wenn MacGuffin jetzt draußen ist. Vielleicht sagt er ja was dazu. Oder sagt sie, komm gemeinsam hier. MacGuffin? Ja. Ziehen Sie mal an der anderen Endlich. Halterung. Ah, und das ist das Telefonbuch. Sehr schön. Das sollte uns weiterhelfen. Ja, prima. Mal schauen. Da ist das Telefonbuch. Ein Buch. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Na sowas. Bitteschön. Schaut hier. Dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal, darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Tatsächlich, hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Dann wollen wir mal sehen. Einfach nur 2. Toll. Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Genau. Ihr werdet zwar nur telefonieren oder so, glaube ich. Also schön. Man soll dieses oder? Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Ach so. Dann geht's irgendwie runter. Das ist ja witzig. So ein bisschen Harry Potter-like. Nervenzerreißende Minuten später. Das war interessant. Einfach lächerlich. Und jetzt? Auf zum Erzmagier. Voll gut, dass sie damit sich wegtransportieren konnten. Kapitel 4, die wilden Lande. Nate, im Orklager.
Ja. Na dann. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Nun ja, ich bin als letzter übrig. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Also, habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell! Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Du kannst ihn nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Worauf wartest du noch? Hau die Grünhaut um! Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Und da ich keinen Gegner habe, wird dieser Wettkampf wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Also schön. Der Wettkampf hat begonnen. Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Und ist zum Abschuss freigegeben. Oh Mann. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Da bin ich mir ziemlich sicher im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Ach ja, jetzt müssen wir auch noch kämpfen. Aber wie gesagt, das kriegen wir bestimmt hin. Masas wartet ja nur darauf. Aber betrachtet den Holzstamm. Bestimmt muss er irgendwie sich später was einfallen lassen, so Trick 17 anwenden oder so, weil, naja, ob er wirklich kämpfen wird, ich weiß es nicht. Aber betrachte den Termitenhügel, das sagt schon alles. Ja, im nächsten Part kümmern wir uns darum mit Nate mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.